Hallo zu einer neuen Folge von Retrolog, dem Monolog über alte Videospiele. Heute erzähle ich euch etwas über Road Rash ohne Motorräder. Es geht um Skitchin. Ja, ihr habt richtig gehört, Skitchin, das war kein Nieser. Skitchin ist ein Action-Rennspiel von 1994 und wurde von EA herausgegeben. Es erschien exklusiv für das Sega Mega Drive und es kann entweder alleine oder zu zweit gegeneinander gespielt werden. Ich glaube, Road Rash sollte jeden ein Begriff sein. Wenn nicht, dann geht euch eine Runde schämen und holt die Bildungslücke nach. EA hat sich überlegt, wie man so ein cooles Spiel noch cooler machen kann. Also eher so im 90s-Style cool. Also haben sie ganz einfach das Renngeschehen vom Motorrad auf Inlineskates verlegt. Zusätzlich noch ein Titelbild im Graffiti-Style und den noch einen coolen Namen verpasst. Fertig. Auch wenn es jetzt anfänglich etwas langweilig klingt, Skitchin ist sogar etwas komplexer und abwechslungsreicher als Road Rash. Bevor er mich hasst, damit will ich nicht sagen, dass es besser ist. Der Versuch von EA, das alte Spielprinzip so alt. So alt ist Road Rash auch nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Das schon bekannte Spielprinzip für die coolen Kids der 90er attraktiv zu machen, ist durchaus gelungen. Ihr habt Punks, Gewalt, illegale Straßenrennen und Anpöbeln der Polizei. Also alles, was das Herz eines Durchschnittsteenies begehrt. Also rein ins Grunge-Outfit, Schutzbekleidung angelegt und Inlineskates angeschnallt. Allerdings vorher schauen wir, was um den Release von Skitchin noch geschah. Ein genaues Release-Datum habe ich zwar nicht, aber im März 1994 ist es erschienen. Am 4. März 1994 starb John Candy an einem Herzinfarkt mit nur 43 Jahren. John Candy sollte eigentlich jeden ein Begriff sein. Er hat zum Beispiel Buck von Allein mit Onkel Buck gespielt oder den Möter aus Spaceballs. Er hat leider die Warnungen seines Arztes ignoriert, der gemeint hat, er sollte doch etwas abnehmen, sonst könnte es problematisch werden, weil ganz einfach seine Körperfülle sein Markenzeichen war. Zusätzlich war er starker Raucher und erblich vorbelastet, denn sein Vater starb mit nur 35 Jahren an einem Herzinfarkt. Am 12. März wurden zum ersten Mal von der Church of England zwei Frauen zu Priesterinnen geweiht. In der Generalversammlung der anglikanischen Kirche wurde die Weihe von Frauen bereits 1975 für möglich erklärt. Zahlreiche orthodoxe Gläubige traten daraufhin gleich aus der Kirche aus. Und am 14. März stellte Apple das Ergebnis einer Kooperation der Hersteller IBM, Apple und Motorola vor. Den ersten sogenannten Power-PC. Und zu guter Letzt haben wir einen Filmstart. Am 9. März kam Stargate in die Kinos mit Kurt Russell und David Spade. Zu Stargate muss ich, glaube ich, nichts sagen. Skitchin, wie schon erwähnt, ihr fahrt Rennen auf Inlineskates. 12 Locations warten auf euch, abgefahren zu werden. Entweder ihr fährt das Ganze gewaltfrei, was etwas langweiliger ist, oder ihr verschafft euch einen Vorteil gegenüber den Gegnern mit Gewalt oder mit Skitchin. Was ist Skitchin? Ganz einfach, wenn euch eure Inlineskates zu langsam sind, klammert euch ans nächste Auto und lasst euch mitziehen. Aber auch bei Skitchin heißt es Safety First, Sicherheit wird groß geschrieben. Die Rollen der Inlineskates, die Skates selbst und die Schutzkleidung, die können aufgerüstet werden, aber auch kaputt gehen, was ein frühzeitiges Ende des Wettkampfes zur Folge hat. Sind die Rollen der Skates defekt, ist das Rennen genauso schnell erledigt wie nach einem Unfall mit verschlissener Schutzausrüstung. Die Ausrüstung kann also abnutzen und sollte somit ersetzt werden, bevor sie komplett kaputt geht. Also Kinder, es ist kein Problem, wenn euch ein Auto überfährt, solange ihr eure Knieschoner angelegt habt. Zumindest in der Skitchin-Logik. Ein ziemliches Problem habt ihr, wenn eure Ausrüstung kaputt ist und ihr nicht mehr genug Geld habt, um die defekten Utensilien zu ersetzen. Denn ohne Skates könnt ihr logischerweise nicht am Rennen teilnehmen und das Spiel ist für euch vorbei. Aber wenn das Skate-Management erledigt ist, dann kann das Vergnügen endlich losgehen. Naja, zumindest fast.
Ihr habt einen Discman zur Verfügung und auf diesem könnt ihr noch vorher den passenden Musiktrack auswählen. Aber wenn ihr euch um die Musik gekümmert habt, dann kann's wirklich starten. Da ein schlichtes Herumgerolle mit sporadischem Einsatz der Fäuste viel zu langweilig und langsam wäre und Skitschin eine Themenverfehlung hätte, weil man nicht skitschen könnte, fahren neben den Spieler und den Kontrahenten auch Autos auf der Straße, welche logischerweise schneller als die Skater sind. Da es theoretisch schwierig sein könnte zu timen, wann das Auto denn an dem Spieler vorbeifährt, ist er mit einem Rückspiegel ausgestattet. Ich weiß nicht genau, wo er montiert ist, aber er ist recht praktisch. Also schnell ans Auto klammern und ducken nicht vergessen, das ist ganz wichtig, damit der Fahrer des Wagens nicht sieht, dass er euch rangeklammert hat. Denn es kann nämlich sein, dass die Fahrer ihre Mobilitätsparasiten loswerden wollen und langsamer werden oder ganz stoppen. Die ganz freundlichen Fahrer machen auch ganz einfach den Kofferraum auf, der euch dann in die Fresse schlägt. Wenn das Ganze ein Polizeiauto sieht oder ihr blöd genug seid, euch an ein Polizeiauto ranzuklammern, endet das Ganze entsprechend bargelderleichternder. Also immer ein Auge auf den Rückspiegel haben, denn erstens müsst ihr wissen, wann klammert ihr euch in welche Richtung, um das Auto zu erwischen, und ihr solltet auch wissen, wann es sicherheitshalber zur Seite fährt. Manche Autofahrer sind eher so Kamageddon-mäßig unterwegs und fahren einfach durch euch durch. Was die Kids der 90er brauchen wie ein Tamagotchi ohne Batterie, ist ein Action-Rennspiel ohne Waffenvielfalt. Aus dem Grund wurden Skitschin neben den obligatorischen Baseballschläger, einen Nunchuck, einer Stange und einer Kette, auch ein Brecheisen und ein super cooler Elektroschocker spendiert. Und auch hier gibt es für einen kurzen Geschwindigkeitsschub einen NO2-Kanister. Bei dem ganzen Rumgeprügel solltet ihr aber nicht vergessen, auch ein paar Plätze aufzuholen, damit ihr ein Preisgeld bekommt. Umso besser der Platz, umso höher das Preisgeld. Logisch. Auch das Anhängen an Autos, vor allem am Polizeiauto, sofern ihr es richtig macht, sowie das, sagen wir mal, Erziehen von Gegnern, bringt ein wenig Bonustaschengeld, welches ihr wieder in eure Ausrüstung stecken könnt. Auch wichtig, wenn ihr Rampen seht, benutzt sie. Sprünge bringen euch einen Speedboost und wenn ihr zusätzlich einen Stunt ausführt, erfolgreich, bringt dies auch noch Geld. Ihr müsst nur aufpassen, dass der Stunt zu Ende ist, bevor der Boden zu nah ist, sonst stürzt ihr. Und so läuft ihr also Rennen für Rennen, spielt zwischendurch das ein oder andere Bonuslevel, um, zumindest wenn ihr gut genug seid, zu guter Letzt den Championship zu gewinnen. Jedes Mal, wenn ihr unter die besten 5 kommt, steigt ihr auf und dürft zur nächsten Location reisen. Um nicht bei jeder Skate-Session immer von vorne beginnen zu müssen, könnt ihr speichern. Also speichern ist gut, es gibt keine Speicherstände. Aber wir haben, wie es zu der Zeit auch üblich war, ein Passwortsystem, dass ihr ganz einfach da beginnen könnt, wo ihr damals aufgehört habt. Zum Sound. Bei den Sound-Samples habe ich gemischte Gefühle. Die Sprachsamples sind cool, aber es gibt alles in allem recht wenig Soundeffekte. Aber dafür ist die Musik spitze. Der rockige Soundtrack passt zum wilden, rauen Spielgeschehen. Deswegen, auch wenn es wenig Soundsamples gibt, gebe ich 4 von 5 Strafzetteln. Die Grafik. Die digitalisierten Fotos, die eingebaut sind für die Porträts der Sprecher, sehen wirklich gut aus und auch das ganze Spiel ist alles in allem sehr ansehnlich. Teilweise nimmt es die Kollisionsabfrage allerdings nicht allzu genau. Es kann schon passieren, dass man ganz einfach durch eine Absperrung oder einen querstehenden LKW fährt, ohne zu Fall zu kommen. Aber trotzdem gebe ich 4 von 5 Strafzetteln. Gesamt gesehen macht Skitschin Spaß, aber es wiederholt sich sehr rasch. Die bessere Ausrüstung, die bietet leider nicht gar so viel Anreiz, sie unbedingt haben zu müssen, sondern ist nur Mittel zum Zweck. Neue Skates sind halt lange nicht so cool wie ein neues Motorrad. Daher gebe ich Skitschin nur 3 von 5 Strafzetteln. Das empfand ich allerdings nicht immer so. Sehen wir uns das Ganze im Time Warp an. Damals fand ich einfach alles an Skitschin unglaublich cool. Die ganze Aufmachung, die Musik, die Grafik. Besonders mit einem zweiten Spieler hatte ich meine Freude. Das Problem war nur, einen zweiten Spieler aufzutreiben, denn meine Freunde spielten viel lieber reine Kampfspiele. War aber damals halb so dramatisch. Auch der Einspielermodus hat mir sehr viel Spaß gemacht. Heute sieht das ein klein wenig anders aus. Dieser Coolness-Faktor, der zieht bei mir ganz einfach nicht mehr. Ändert aber nichts daran, dass Skitschin anfangs trotzdem ein gutes Spiel ist.
Die Parallelen zu Road Rash sind natürlich unverkennbar, aber Skitchen hebt sich trotzdem genug davon ab, um ein komplett anderes Spielerlebnis zu bieten. Es ist trotzdem heute noch witzig zu spielen, auch wenn der Coolness-Faktor nicht mehr zählt, denn Skitchen spiegelt auch einen Teil der Jugendkultur der frühen 90er wider. Das Problem ist nur, die Runden, die ähneln sich zu sehr. Hat man die ersten paar gespielt, kennt man im Grunde genommen alle. Wer Skitchen heute noch spielen will, hat es etwas schwieriger. Skitchen ist in keiner mir bekannten Kollektion. Nur wer einen Sega Mega Drive und den Spiele-Cartridge hat, kann die illegalen Rennen mit Skates auch heute noch fahren. Was haben wir gelernt? Egal wo er hingeht, Rückspiegel nicht vergessen. Aber Achtung, Sean Meatloaf hat davor gewarnt, Dinge im Rückspiegel können näher erscheinen als sie sind. Bis zum nächsten Mal.